Blick aus dem Himmel. Faszinierend und unglaublich schön. Hessen von oben. Wir fliegen diesmal über hessische Schlösser und Burgen. Strahlend in barockem Gelb oder trutzig und abweisend im Grau des Natursteins. Ruinen sind darunter und prächtige Schlösser. Sie alle erzählen Geschichten. Kommen Sie mit auf unsere Tour über historische Gemäuer. Waldeckische Schweiz nennen die Menschen hier im hessischen Nordwesten liebevoll die Hügellandschaft, in der sie leben. Die Waldecker Grafen und später Fürsten regierten hier. Doch die erste Burg, auf die wir treffen, haben sie nicht gebaut, sondern erst später dem Abt von Corvey abgeknöpft. Burg Lichtenfels, wie viele andere Burgen, oft zerstört und wieder aufgebaut. Zuletzt von Internet-Jungunternehmer Tan Siegmann, der sie 1989 kaufte und seine Firma Biodata hier einziehen ließ. 2 Milliarden Börsenwert bei 20 Millionen Umsatz. Dieser Hype konnte nicht gut gehen. Viele Aktionäre verloren einen Haufen Geld. Doch mit einer neuen Firma sitzt der Unternehmer immer noch hier. Dem Zustand der Burg hat's nicht geschadet. Alles tipptopp. Wir sind nun weiter südlich unterwegs, im Ederbergland. Wann ist ein altes Gemäuer eigentlich eine Burg und wann ein Schloss? Das wechselte mit den Jahrhunderten. Burgen dienten vor allem der Abwehr, Schlösser dagegen waren Residenzen. Gewohnt wurde dort, residiert, und sie sollten auch was hermachen. Die einen entstanden vor allem im Mittelalter, Schlösser viel später. Manche Burg wurde später auch zum Schloss umgebaut. Hier am Ederlauf findet man alle auf engem Raum. Ganz versteckt im Wald am Ederhang Hessenstein, eine alte Ritterburg mit toller Aussicht und bis heute in Betrieb. In den 20er Jahren wurde hier Hessens erste Jugendherberge eingerichtet. Und der Förster war der Herbergsvater. Heute betreibt der Naturschutzbund Hessen hier eine Jugendbildungsstätte und sorgt für Leben in den alten Gemäuern. Von hier sind es nur noch wenige Kilometer, bis aus der kleinen Eder ein großer See wird. Wie ein richtiger Fjord liegt er vor uns. 200 Millionen Kubikmeter Wasser können hier aufgestaut werden, seit 1914 die Eder-Sperrmauer gebaut wurde und damals Europas größte Talsperre entstand. Wenn der Wasserstand gut ist, wie hier gerade, dann ist Hessens größter See eine Touristenattraktion. Oben drüber Burg Waldeck. Oder doch eher Schloss? Mit dem grandiosen Seeblick zieht Burg Waldeck jedes Jahr Massen an. Ein Hotel ist das alte Gemäuer heute, mit Nobelrestaurant. Und wer es so herrschaftlich mag, kann sich hier auch trauen lassen. Viele Touristen aus den Niederlanden kommen hierher. Kein Wunder, ihre frühere Königin Emma, die Urgroßmutter des heutigen Königs Willem-Alexander, stammt ja von hier, aus dem Fürstenhaus Waldeck und Pyrmont.
Noch ein Stückchen flussabwärts passiert die Eder Bad Wildungen mit Schloss Friedrichstein hoch oben in der Wildunger Altstadt. Was heute prächtiges Barock ist, war mal eine gotische Burg und gehörte seit dem 13. Jahrhundert schon den Waldecker Grafen. Die bauten sie Jahrhunderte später auch zum Barockschloss um. Ganz so vornehm blieb es hier nicht. Erst kam eine Jugendherberge rein, dann gar eine Nazi-Schulungsstätte. Heute sind hier ein Restaurant und ein Museum. Darin kann man auch ein ganzes Prunkzelt bestaunen, das ein hessischer Landgraf in den Osmanischen Kriegen mal den Türken gemopst hatte. Ist ganz frisch renoviert übrigens. Wir sind mit der Abendsonne da, wenn das noble Gelb besonders weit leuchtet. Schon wieder Nebel überm Fluss. Das ist jetzt aber die Lahn. Schloss Biedenkopf hat seit über 600 Jahren einen fabelhaften Ausguck. Beim Blick von hier ganz oben wird klar, vom Berg aus konnte den Landgrafen nichts entgehen, was sich im Tal abspielte. Trotzdem gerieten die Herren auf dem Berg mal unter Feuer. Das Schenkbarsche Haus gegenüber der Kirche ist das älteste Haus Biedenkopfs. Im Dreißigjährigen Krieg deckten die Schweden das Dach ab und setzten ihre Kanonen obendrauf, um das Schloss anzugreifen. Die konnten schießen. Das Schloss wurde damals schwer getroffen. Wir folgen der Lahn in Richtung Marburg. Dort erwartet uns Herr Unzeitig. Mike Unzeitig ist Hausmeister im Schloss und Wächter der Schlossuhr. Das ist schon ein besonderer Arbeitsplatz bei so einem Ausblick. Die Liste der An- und Umbauarbeiten am Landgrafenschloss seit dem 11. Jahrhundert ist lang. Jede Generation hat daran gebaut. Ernstlich beschädigt wurde es nie. Nur Napoleons Truppen haben mal ein bisschen aufgeräumt, also alles weggeräumt, eingepackt und mitgenommen. Auch im Rathaus der Stadt gab es eine Uhr und daneben ein Jugendarrestzimmer. Wenn einer dort bei der Uhr saß, dann war er im Knast. Noch ein Stück die Lahn runter, noch eine Unistadt. Gießen und gleich zwei Schlösser, das alte und das neue. Viel mehr war von der historischen Altstadt nicht geblieben, nachdem die englischen Bomber 1944 wieder weg waren. Das alte Schloss brannte damals aus, wurde aber restauriert und findet sich heute fast ein bisschen fremd zwischen lauter Nachkriegsbauten. Das neue Schloss dagegen, nur ein paar Meter weiter, blieb völlig unbeschädigt, als letzter echter Zeuge
ein Fachwerkschloss. Eins der bedeutendsten aus dem 16. Jahrhundert und das schönste Haus Gießens allemal, sagt man hier. Das Zeughaus gleich nebenan, wiederum nur restaurierte Fassade. Es war völlig zerstört. Ja, diese Flusstäler. Die Altvorderen, vor allem die Regenten, wussten schon, wo es nicht nur sicher, sondern auch schön war. Nicht zufällig bauten sie hier ihre Burgen. Burg Braunfels bei Wetzlar. 800 beeindruckende Jahre alt und schon seit dem 13. Jahrhundert im Besitz der Grafen von Solms-Braunfels. Der Stil? Ja, was ist es eigentlich? Ein Mix. Mittelalter, Barock, Historismus, alles da. Hier noch ein Türmchen, da noch ein Erkerchen. Da wurde immer mal was dran gebaut. Heute einfach ein Märchenschloss. So märchenhaft, dass der Hessische Rundfunk für die ARD hier den König Drosselbart verfilmte. Wir sind jetzt schon im Hintertaunus. Jean-Pierre Blanchard war der Erste, der Weilburg und sein Schloss aus der Vogelperspektive betrachten konnte. Er kam 1785 mit dem Ballon in nur 39 Minuten von Frankfurt nach Weilburg mit seinem Luftwagen. Was für eine Wohnlage! Das barocke Schloss der Fürsten von Nassau-Weilburg wird auf drei Seiten vom Fluss eingerahmt. Stolz blickt es hinunter auf die Lahn. Die ist übrigens einer der saubersten Flüsse Deutschlands, weshalb man hier nach Herzenslust Kanu fahren und sogar baden kann. Der Ballonfahrer wäre damals gern hier gelandet. Im Gepäck hatte er eine Bouteille sehr guten Weins. Was sonst? Die Weilburger glaubten allerdings an ein Missgeschick. Immer wenn Blanchard irgendwo seinen Anker auswarf, machten ihn die lieben Leute wieder los. Schön wohnen macht noch nicht zufrieden. Burg Runkel und Burg Schadeck gehörten zwei Vettern, die alles andere als Freunde waren. Von oben wird sichtbar, wie sie sich über die Lahn hinweg feindselig gegenüberstehen. So erbittert war ihre Feindschaft, dass einer es sogar mit seinem Leben bezahlte. Trotzdem hätten die beiden es nicht allein geschafft, ihre Burgen zu zerstören. Dazu mussten im Dreißigjährigen Krieg die Kroaten und Spanier kommen. Und die haben dann keine halben Sachen gemacht. Die Frankfurter Skyline. Wir sind jetzt auf der Ostseite des Taunus. Auf ihren Felssockeln scheinen die Burgen, hier Falkenstein und Königstein, besonders herrisch auf das weite Land zu blicken. Doch auch sie mussten ihre Niederlagen hinnehmen. Bis auf eine berühmte Ausnahme, die Burg Kronberg. Die Herren der Burg feierten 1339 ihren größten Erfolg, als sie in der Schlacht bei Eschborn die Frankfurter schlugen. Sie nahmen 620 Gefangene, darunter sämtliche Bäcker, Metzger, Schlosser und Schuhmacher der Stadt. Das Lösegeld sollen die Frankfurter 120 Jahre abgezahlt haben. Als 1841 der Herzog von Nassau sein neues Wiesbadener Stadtschloss bezog, ahnte er nicht, dass gut 100 Jahre später hier die Demokratie regieren würde. Seit 1946 ist es Sitz des Hessischen Landtags. Während der ersten deutschen Revolution, 1848, forderten vor dem Schloss 30.000 Untertanen mehr Rechte und sogar Pressefreiheit. Hat dann aber ja doch noch lange gedauert.
Gewohnt hat der Herzog ohnehin lieber, gar nicht weit entfernt, am Rhein in Schloss Biebrich. Dass das wirklich mal ein Gartenhaus war? Stimmt aber. Erst nach und nach wurde ein Schlösschen und später ein echtes Schloss daraus. Mache er mal was wie die Orangerie vom Landgrafen in Kassel. So oder ähnlich muss Fürst Georg August zu seinem Baumeister gesagt haben. Und der machte mal was. Viel später nannte man es dann mal die Rattenburg vom Rhein, so runtergekommen war es. Bis das Land es wieder wachküsste und damit auch die Götter wieder auferstehen ließ, die oben auf der Rotunde einträchtig über den Rhein blicken. Der Rheingau. Wieder so ein Flusstal, in dem die Mächtigen ihrer Zeit sich niederließen. In der kurfürstlichen Burg von Eltville residierte im 14. Jahrhundert ein Mainzer Erzbischof. Der war vom Domkapitel gewählt und bereits Erzbischof von Trier. Doch der Papst ernannte noch einen anderen. Das gab natürlich Streit. Also ließ der Trierer sich hier das Turmschloss bauen. Und Eltville wurde eine Zeit lang Bischofsresidenz. Zur Burg gehörte natürlich noch mehr, das haben aber die Schweden im Dreißigjährigen Krieg zerstört. Der Turm immerhin blieb fast original erhalten und dient heute der Kultur. Wie es halt so kommt, das eine bleibt erhalten, von anderem finden sich nur noch Reste. Die Ruine Scharfenstein bei Kiedrich war auch mal eine richtige Burg. Geblieben ist nur der 30 Meter hohe Burgfried mit der Plattform obendrauf. Ausguck und Verteidigungsstellung zugleich. Hier galt es, einen Handelsweg in den Taunus zu schützen. Kiedrich führt den Turm schon seit mehr als 600 Jahren im Wappen. Und so manch neue Mauer im Weinberg soll mit den Steinen der alten Burg gebaut worden sein. Über keinen anderen Weinberg gibt es so viele Geschichten wie über den Johannesberg. Angeblich hat Karl der Große diese perfekte Weinlage entdeckt. Er soll von seiner Pfalz in Ingelheim beobachtet haben, dass der Schnee auf dem Johannesberg als erster schmolz. Spreche ja für das Klima dort, soll er gedacht haben. Das Barockschloss, das nun hoch über dem Rhein thront und als Weingut Weltruhm genießt, war bis ins 16. Jahrhundert noch ein Kloster. Die vielen Burgen und Festungen hier zeigen, wie wichtig dieser Handelsweg war. Schon vor 1000 Jahren wurde von Burg Ehrenfels aus der Schiffsverkehr überwacht. Und am Mäuseturm mitten im Rhein kam keiner vorbei, ohne Zoll zu zahlen. Rheinstein. Rheinromantik pur und UNESCO-Weltkulturerbe. Heute Privatbesitz. Der Rhein verlässt Hessen gleich hinter Bacharach und Burg Stahleck. Seit 1926 schon ist auch Burg Stahleck eine Jugendherberge.
Ein Problem, oder vielleicht doch nicht, bei starkem Andrang wurde oft das Wasser knapp auf der Burg. Dann gab's Waschverbot. Manchem jungen Gast soll das sogar gefallen haben. Vom Rhein ganz im hessischen Westen fliegen wir jetzt in den Süden Richtung Bergstraße. Die Täler sind hier enger, die Berge höher. Hoch über dem Dorf Schlierbach Burg Lindenfels mit tausendjähriger Geschichte. Wir wollen eine aus der Neuzeit erzählen. Am Burgberg liegen seit Jahrmillionen schon uralte Granitbrocken. Unbeweglich, still, Steine halt. Einem war es allerdings vor ein paar Jahren langweilig geworden. Er rollte einfach den Burgberg hinab. Dabei durchbrach er zwei massive Mauern und ein eisernes Tor und blieb dann dekorativ im Kurpark liegen. Hier ist ihm jetzt hoffentlich nicht mehr langweilig. Die Stelle, an die man seine Burg baut, will wohl gewählt sein. Dieter der Vierte von Katzenelnbogen wollte sich am Fuße des Melibokus auf dem Auerberg eine uneinnehmbare Höhenburg bauen. Und er hat nicht gekleckert. 4 Meter dicke Mauern. Sie sollten auch modernsten Steingeschützen standhalten können. Erst klappte das, doch die Waffen bekamen immer mehr Wucht. Man ahnt es schon, 1674 schafften es die Franzosen doch, Schloss Auerbach zu zerstören. Und mitten in der größten Verwüstung geschieht das Wunder. Ein Waldkiefernsamen keimt in den bröckelnden Mauern. Und weil die Burg ja nun verlassen ist, hat die Kiefer Zeit, in Ruhe zu gedeihen. 300 Jahre lang. Ganz in der Nähe ließen sich viel später die Landgrafen von Hessen-Darmstadt gleich ein ganzes Dorf zur heiteren Entspannung erbauen. Das Fürstenlager Auerbach. Inspiriert von der Romantik entstand ein kleines Dorf mit Allee, Dorfplatz, Herrenhaus und Stallungen, inmitten teils exotischer Pflanzen wie diesem Mammutbaum. Den Namen Fürstenlager gab die Bevölkerung dem Ort, weil sie ihren Herrschaften beim Lagern auf den Wiesen zuschauen konnten. Der Odenwald, das lieblichste Mittelgebirge Deutschlands, so heißt es. Kann man gut glauben. Auf einem steilen Hügel liegt hier die Feste Otzberg. Wehrhaft selbst gegen Artillerie, mit doppelter Ringmauer und Bergfried, ohne viel Schnörkel, Erker oder Türmchen. Wieder eine Flusslandschaft, der Main bei Offenbach. Im Isenburger Schloss könnte der ewige Streit zwischen Offenbach und Frankfurt seinen Ursprung haben. Im Dreißigjährigen Krieg forderte der Schwedenkönig Gustav Adolf von hier aus die Frankfurter auf, sich zu ergeben. Feinste Renaissance zwischen belangloser Zweckarchitektur. Die Paläste heute bauen eben Banken und Konzerne. Main ab geht's jetzt Richtung Hanau. Da wartet ein Schloss, wie man es sich vorstellt. Philippsruhe, im Barock nach französischem Vorbild gebaut, mit großem Park und weitläufig. Der Hanauer Graf Philipp ließ es bauen. Spätere Besitzer haben es dann, vor allem im 19. Jahrhundert, noch wesentlich verändert. Und manche werden sich erinnern,
1984 hat es hier im Dachmal mächtig gebrannt. Die Stadt nutzt es heute für Schlosskonzerte oder die Brüder Grimm Märchenfestspiele. Richtung Norden erreichen wir jetzt die Wetterau. Zwischen Vogelsberg und Taunus bildet sie eine flache, fruchtbare Ebene. Uraltes Kulturland. Die Menschen siedelten hier schon früh und sie waren vermutlich wohlhabender. Bestes Zeichen, die Burg Münzenberg, mitten in der Senke, nicht zu übersehen auf ihrem einsamen Hügel. Wer nun glaubt, Reichtum käme von Münze, liegt möglicherweise falsch. Der Name der Burg bezieht sich nämlich gar nicht auf das Münzrecht, was ja nahe läge. Nein, ein Heilkraut zierte das Wappen von Kuno dem I. von Münzenberg. Sieht ein bisschen aus wie Minze. Nur wenige Schlösser oder Burgen werden noch bewohnt. Selbst für den Adel ist das zu teuer geworden. Wo eigener Wald dazu gehört, ist das manchmal noch anders. Im Bergwinkel, wo Spessart, Rhön und Vogelsberg zusammentreffen, liegt Schlüchtern. Hier treffen wir auf die Burg Brandenstein, die noch einen echten Burgherrn hat. Die Burg sitzt auf einem Kalkfelsen. Burgherr ist Konstantin von Brandenstein-Zeppelin. Der zeigt gerade seinen Nichten und Neffen, wie sein Urgroßvater, Graf Zeppelin, der Erfinder des berühmten Luftschiffs, wohl der Bodenmannschaft die Kommandos zum Lösen der Halteseile gegeben haben wird. Die Originalflüstertüte ist noch erhalten. Der Erlös aus dem burgeigenen Wald fließt wesentlich in den Unterhalt des alten Gemäuers. Die Brandensteins haben nicht immer hier auf Burg Brandenstein gelebt. Ein anderer Vorfahr hieß zwar so, hatte aber keine Burg mit seinem Namen. Also kaufte er sich im 19. Jahrhundert diese hier. Die nämlich hieß schon seit Jahrhunderten so und war gerade zu haben. Na, das nenne ich Nobel. Wir fliegen nun Richtung Fulda, die Stadt mit den drei großen B. Barock, Bischof, Bahn. Schon vor den Toren von Fulda in Eichenzell Schloss Fasanerie. Schönstes Barockschloss Hessens, sagt die Hessische Hausstiftung, der es gehört. Ist ja auch wirklich imposant und für Besucher geöffnet. Wir sind Fulda abwärts geflogen und haben Schlitz erreicht. Gleich 5 Burgen hat die alte Stadt. Einen richtigen Burgenring. Hessisches Rothenburg hat man Schlitz genannt, wegen der schön sanierten Fachwerkhäuser. Schlitz ist die drittgrößte Stadt Hessens, flächenmäßig, nach Frankfurt und Wiesbaden. 180 Leinenweber lebten hier mal. Von der Tradition ist nichts mehr geblieben.
Von einer anderen schon. Schnapsbrennen. Seit 1585. Die Schlitzerbrennerei ist wohl sogar die älteste Deutschlands. Gehört heute der Stadt und brennt jetzt sogar Whisky. Die Schlitz bringt jetzt auch weiteres Wasser. Da wird die kleine Fulda, die durch die Wiese geschlängelt kommt, gleich ein bisschen fülliger. Ein gutes Stück ostwärts erreichen wir das Richelsdorfer Gebirge, eine alte Bergbauregion. Schon im 15. Jahrhundert wurden hier Kupfer, Kobalt und Schwerspat aus dem Boden geholt. Mittendrin Nentershausen und oben drüber die Tannenburg. Mit einer Geschichte, die mehr als 600 Jahre zurückreicht. Vielleicht sah das hier ja mal so aus. Jedenfalls bemühen sich die heutigen Bewohner, die Zeit ein Stück zurückzudrehen. Mittelalter zum Anfassen. Bei Ritter-Events. Eine Schenke und ein Restaurant sind in der renovierten Burg gut besucht und für Hochzeiten buchbar. Zimmerausbau in Planung. Gut, dass die Altbesitzer seit 700 Jahren die von Baumbachs einem Verein freie Hand lassen. So wird die Burg erstmal erhalten. Wir verlassen das Richelsdorfer Gebirge wieder, es geht weiter nach Norden. Plötzlich ein Storch neben uns. In den Ederauen und auf den Wiesen ringsherum findet er wieder genug Nahrung. Die Ruine der alten Burg liegt jetzt auf dem Weg bei Felsberg. Hier mündet auch die Schwalm in die Eder. Auf der anderen Seite des Flusses die viel größere Felsburg, auf einer Basaltkuppe hoch über der Stadt. Lange Geschichten könnte man erzählen über die Burg mit dem eigenwilligen Turm. Nur so viel, Landgraf Ludwig I. ließ hier im 15. Jahrhundert einen Alchemisten arbeiten, der Gold für ihn herstellen sollte. Ist natürlich, wie bei anderen, auch schon gründlich daneben gegangen, der Plan. Bei Büchenwerra legt die Fulda noch mal eine tolle Kurve hin. Und dann ist sie auch schon bald in Kassel. Schnurstracks führt die Wilhelmshöher Allee hoch zum Schloss, das für den Landgrafen und späteren Kurfürsten Wilhelm I. errichtet wurde. Hier ging der Blick der Baumeister zu englischen Schlössern. Heute ist die weltberühmte Galerie Alter Meister im Schloss zu Hause. Vor 100 Jahren noch aber diente es der deutschen Kaiserfamilie regelmäßig als Sommerresidenz. Dass es auch Teil des Weltkulturerbes wurde, verdankt es dem Bergpark dahinter, unterhalb des Herkules. Die Wasserspiele, noch aus Zeiten von Landgraf Karl, ziehen zweimal pro Woche tausende Besucher an. We'll be right back.
Keine einzige Pumpe ist hier im Wasserspiel. Nur die Schwerkraft speist die Bilder aus Speicherteichen hinter dem Herkules. Nach gut einer Stunde ist alles Wasser unten und die meisten Besucher auch. Um den Schlusspunkt nicht zu verpassen, eine 50 Meter hohe Fontäne hinterm Wilhelmshöher Schloss. Das Werratal und seine Burgenparade. Sagenhaft, was sich da Werra abwärts tut. Kurz vor Bad Soden-Allendorf Schloss Rothestein. Hat sich ein Adliger im 19. Jahrhundert bauen lassen. Neogotisch, wie es halt so Mode war damals. Heute kann man hier heiraten oder Kaffee trinken, mit bester Aussicht. Bei Witzenhausen die Jugendburg Ludwigstein, Stammsitz der Wandervogelbewegung seit den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts und bis heute eine Jugendherberge. Jahre alt ist das Gemäuer. Noch 100 Jahre älter wohl ist Burg Hanstein auf der anderen Werra-Seite, gegenüber im thüringischen Eichsfeld. Schon seit dem 30-jährigen Krieg ist Hanstein eine Ruine, wohl eine der größten Mitteldeutschlands. Der berühmte Rennfahrer Huschke von Hanstein stammt von der Adelslinie, die die Burg baute. Und er liegt auch in der Region begraben. 40 Jahre nutzten DDR-Grenzposten einen Turm der Ruine, um das Werratal zu überwachen. Jetzt gibt es hier wieder grenzenlose Sicht. Echte Burgherren allerdings sind rar geworden an der Werra. Einen aber gibt's noch, sogar in 19. Generation. Sittich Graf von Berlepsch lebt auf der Burg hoch über der Werra. In 2010 ist auch sein Sohn Fabian von Berlepsch aus dem Ausland hierher zurückgekommen. Er bewirtschaftet nun das alte Familienschloss und hält die Berlepscher Farben an der Werra hoch. Jetzt gibt's hier Mittelalterspiele, Restaurant, ein Hotel. Muss ja Geld in die Schlosskasse kommen. Man ahnt schon, allein die Heizkosten. Die Wiesen an der nordhessischen Diemel. Eine gruselige Sage verbindet hier drei Burgen. Sie sollen nach dem Riesen Kruka und seinen Töchtern Saba und Trendula benannt sein. Ein Mord unter Schwestern. Die wilde Trendula soll Saba erwürgt haben. Zur Strafe traf sie der Blitz. Was dran ist? Was an Sagen meistens stimmt, wenig. Die Burgen immerhin gibt es. Die Trendelburg aus dem 13. Jahrhundert, ziemlich gut restauriert und schon seit Jahrzehnten ein Schlosshotel. Musik.
Vor allem bei Brautleuten ist das Mittelaltergemäuer heiß begehrt. Das Dach ist noch mit Sandsteinplatten aus den nahen Steinbrüchen gedeckt. Wer hier heiraten will, kann sich später exklusiv zurückziehen. Im Hochzeitsturm, an der Ecke da mit dem Fachwerkaufsatz, sind Hotelzimmer eingerichtet, extra für Brautleute. Kommen wir zur Krukenburg, Burg 2 der Mordstory, dem Sitz des Riesen Kruka. Eine Kirche wie ein Kreuz geformt, 900 Jahre alt. Gebaut nach den Plänen der Grabeskirche in Jerusalem, die ein Abt von einer Wallfahrt dorthin mitgebracht hatte. Die Krukenburg sollte die Kirche und das nahe Kloster Helmershausen schützen. Mönche hatten hier das einst teuerste Buch der Welt geschrieben, das Evangeliar Heinrichs des Löwen. 1983 brachte es bei einer Sotheby-Auktion 32,5 Millionen Mark. Was für eine Geschichte. Eine Burg und eine Kirche, Ruinen nur noch. Doch sie erzählen bis heute ihre Geschichte. Eher Märchen ranken sich um die noch fehlende dritte Burg. Dafür kennen diese sogar die Japaner. Die Saba-Burg ist eins der Wahrzeichen des Reinhardswaldes. Als Märchenschloss der Brüder Grimm, die hier das Dornröschen 100 Jahre schlafen ließen, ist sie vielleicht sogar weltbekannt. Früher stiegen die hessischen Landgrafen und Kurfürsten hier zur Jagd ab. Die alte Allee von der Kasseler Residenz ins Jagdrevier ist noch angedeutet. Heute ist die Saba-Burg ein Hotel. An ihrem Fuß entstand schon im 17. Jahrhundert einer der ältesten Tierparks Europas. Hier endet auch unsere Tour über fast 40 Burgen und Schlösser in Hessen, die bis heute Geschichte und Geschichten erzählen.